Willkommen zu Let's Play Dead Space 2. Wir sind die Panic Buddies. Mit Lutz und Felix. Check. Ja, genau. Wir müssen das Bier jetzt erstmal richtig aufmachen, ne? Oder? Also gut. Wir müssen einen richtig coolen Knall machen. Und. Boah, der war. Oh, der war. Also ich muss nochmal. Das war erst rein. Also Prost. Prost, genau, das wollte ich auch noch sagen. alles klar. Wir haben hier aufgehört und machen auch hier wieder weiter. Ich bin an der Reihe. Es ist einige Zeit vergangen, stimmt Felix? Nein, Lutz. Doch, es ist einige Zeit vergangen. Und ja, wie soll man sagen, wir sind hier noch auf dem Raumschiff. Ja, und wir kämpfen uns hier gerade durch und versuchen, ja, die Probleme, die gerade so anstehen, zu lösen. Ja, ja. Und wir haben jetzt einen neuen Raum gefunden. Hier ist so irgendwie ein dämonisches Ritual oder sowas. Ganz komisch, irgendwie scary. Das sind diese Mitglieder von der Sekte, die den Marker verehren. Glaube ich, so war es ungefähr. Ah ja, den Marker. Und ja, wir werden ja auch verfolgt von den Necromorph, die sich die Menschen verwandelt haben und die fallen einem dann ständig manchmal im Rücken. Ja, ja. Gerade eben wie schon diese kleinen Viecher, die aus dem Körper kamen. Wir haben ein Tape gefunden oder so eine Textdatei. Wir lesen uns mal durch, ob ich das jetzt gerade so spontan finde. Ja, L. Oh, da. Und die werden wir gleich für euch zusammenfassen. Würde sagen, bis gleich. Okay, also wir haben uns mal angeguckt und es ist eigentlich ziemlich unwichtig, muss ich sagen. Irgend so eine Frau, die ganz aufgeregt ist, weil die Zeremonien anfangen und sie hat irgendwelche wichtigen Sachen hier gelassen und der soll sie holen, der Marion. Anyway, wie gehe ich jetzt raus? Tab. Wo sind die wichtigen Sachen? Ich finde hier nur Kerzen. Kerzen sind nicht wichtig. Guck mal da. Das sind die wichtigen Sachen. Ja, da kommt aus der Toilette hoch. Der hat gegen mich gekackt. Hat der Monster gekackt. Schon wieder. Gut, wir können eigentlich wieder raus. Ist ja auch egal. Wir haben noch mehrere Räume, die wir angucken wollen. Ja, da ist einer. Hallo! Was haben wir hier so? Nichts Besonderes, irgendwo ein bisschen Money oder? Gib mir Money. Wir können das Viech hier noch platt haben. Kriegen wir. Was ist das? Hochmanet! So, ich rasse die Gegend, das ist ziemlich. Wir mögen das gar nicht, was nicht hier passiert. Ja, das sind hier, glaube ich, die Boots. Achso, also. Voll gut. Der ist gut. Ich würde mir niemals so einen Teil holen. Können wir mal. Eigentlich müsste jetzt hier ein Pferd ein Krüppel sein, aber das ist nicht so. Das ist egal. Also hier, Isaac wird ja manchmal von. Ja. Ich sag nur zu, er hat psychische Probleme. Er wird manchmal von Erinnerungen auch wieder eingeholt. Ja. Okay. Also das haben wir halt auch gerade gesehen. Das ist das Minimarker. To join is to survive, oder was? To join. Okay, da können wir nicht weiter spielen. Das ist eben von der Sekte. Ja. Die mögen gut haben. Fingerfarben. Warte mal rein. Wow, da ist er. Tankman-Soldaten haben
mich gefunden. Sie verfolgen mich mit einer Art Kriegsschiff. Sie sind fast hier, beeilen Sie sich. Krass, das mache ich jetzt da gleich mal anschießen. Okay, also ich will erstmal hier gucken, ob ich da irgendwas machen kann. Silver Credits. Nee, aber das ist gut. Die machen wir Ekstase 10, ne? Okay. Okay, also wir gehen. Ist das jetzt wirklich oder wie? Das muss das sein. Das ist ein Riesenteil. Ich will mal kurz das Ding hier, das wird mal wieder ein bisschen. Okay. Ah, hey, hey, hey. Hallo. So, gehen wir mal runter zu den Typen. Ich gucke ja mit dem Sprengstoff dabei. Haben wir hier noch irgendwas, was wir brauchen können? Haben wir da jemanden rausgeholt? Okay, ich zeig dir gleich, ob du was bald. Eine Speicherstation. Jetzt kann alles passieren bei dem Marker. Können wir neu machen? Können wir auch neu machen? Ja, wir können neu machen. Haben wir jetzt wirklich gespeichert? Das hat sich nicht gut. Nee, gar nicht gut, hätte ich gesagt. Achso. Lass ihn in Ruhe! Oh, da war das. Oh! Ah! Das war das? Ach so, nee. Achtung, links, links! Wow, da kommt er nicht mehr raus! Ja, ich hab's verstanden. Das war jetzt gerade echt gut von mir, muss ich sagen. Also ich habe selten so eine gute Leistung gehabt. Verdammte Leichen und Kisten und Credits und toll. Ach Gott. Mach mal die Chips. Okay, wir machen mal richtig, oder? Okay, da kommt einer raus und da, ja, kommen, da entstehen aber welche. Ne? Mit diesen Leichen hier. Das ist das komische Teil, wo die. Ja, wo am die Anfang, ganz am Anfang. Wo die den Kopf reinpiekst. Und dann bist du zu dem Piech. Ja, und das macht es ja auch bei den Leichen. Oder es trennt ja aber den Kopf ab, wie gerade eben. Okay, ich lad mal überall nach. Auch mal so zum Spaß. Ich meine, man will hier keine Munition zum Glück. Wo es eigentlich logischer wäre. Nimm die fette Knarre. Hier. Ja, da ist er. Nein, ich habe die Frage trotzdem gesehen. Eine Medikit. Ja,
Wie machen wir nochmal Kohle? Wir haben jetzt hier genug. Ein bisschen rum. Spannend. Die da schon da waren, die geben nie irgendwas. Ja, nee, das ist auch ein Mensch. Und die Menschen haben keine Munition, aber die Mecklenburg auch sowieso mit. Ja, warum kann ich diese Scheißsteine in die Luft springen? Da wäre doch alles vorbei, oder? Ja. Ich ja nichts, dass du dann immer noch da bist. Ja, schon, aber wenigstens kommen wir keine Monster mehr. Schon, ja. Ich weiß auch nicht, warum es nicht. Egal. Oder geh mal hin zu dem Tag. Schauen wir uns das mal. Das sieht schon beeindruckend aus, muss ich sagen. Diese Architektur, unglaublich. Das bringt das Schema. Kennst du das? Echt? Soll ich ein Mini-Pack mitmachen? Da ist nur eine Munition. Ach stimmt. Wo? Medikit kann ich auch nehmen. Hier. Medikit kann ich auch ganz benutzen. Ja, aber immer ein bisschen zu viel. Ne? Harpoon. Ah ne, das ist die Munition dazu. Das ist unser Gewehr. Ah, die können wir jetzt selber machen, warum nicht? Kann ich die jetzt mal endlich wegmachen? Nein! Was passt denn? Ich kann nicht mehr wegmachen. Das ist immer so. Nee, warum nicht? Eigentlich nur noch im Zielmodus. Was? Ich bin jetzt gerade nur noch im Zielmodus. Ich kann hier nicht mehr weg. Echt? Ja, normalerweise musst du Rechtsklick drücken. Ach. Achso. Das war der Capslock. So, wir haben gerade ganz viel Munition verschwendet, Leute. Aber egal. Ich sehe nicht, dass man hier kleine Munition ist. Was hier drin? Okay, gut, dass wir nochmal hingegangen sind, Felix. Ich würde sagen. Naja. Ab geht's. Ich muss mal die Tür anschauen, hier haben echt eine schöne Tür drin. Sieht aus wie in so einem Tempel. Hä? Sind glaube ich in einem Tempel, oder? Nee. Schau doch mal. Wie mach ich hin oder was? Sieht voll aus wie ein Tempel. Naja. Hä? Die Statue. Das ist voller Tempel. Ist ja eine Leiche, aber. Meinst du die Dinger hier? Könnte schon sein, ne? Egal. ...2214 machte ein Geophysiker namens Michael Ortman eine Entdeckung, die die Geschichte verändern sollte. In der Nähe der Halbinsel Yucatan legte er an der Einschlagstelle eines Meteoriten ein göttliches Alien-Artefakt frei, den Marker. Der Marker sprach zu Ortman und offenbarte ihm einen Plan, der die Menschheit vereinen und in eine strahlende neue Zukunft führen sollte. Ja, da hören wir hin. Nachdem Michael Ortman seine Entdeckung kundtat, strömten die Menschen zu Millionen herbei, um mehr über den Marker und die Einheit, die er versprach, zu hören. Doch es gab auch jene, die sich von Ortmans Botschaft bedroht fühlten. Und so wurde Ortman am 15. März 2215 ermordet und wurde der erste Märtyrer der Church of Unitology. Das ist dann doch eine Kirche. Ja. Unitology. Ortmans Anhänger beweinten seinen Tod, fanden aber göttlichen Trost in seiner Botschaft der Einheit. Sie wollten nicht zulassen, dass die Wahrheit zum Schweigen gebracht wurde und gründeten alsdann die Church of Unitology, um seine Lehren in die Welt hinauszutragen. Heute ist die Church of Unitology überall im erforschten Universum anzutreffen.
Ihre Botschaft ist heute so stark und wichtig, wie sie schon zu Ortmans Zeiten war. Milliarden Gläubige finden sich in allen sozialen, ökonomischen und kulturellen Gruppen. Und jeden Tag werden es mehr. Die Church of Unitology auf der Titanstation wurde von einer kleinen Gruppe gläubiger Minenarbeiter gegründet und hat sich zu einer Anlaufstelle für all jene entwickelt, die hier ihren Glauben praktizieren und die Lehren verbreiten wollen. Sie kann sich mit einer der größten und schönsten Kirchen im Sonnensystem rühmen und richtet oftmals das alljährliche Unitology Enigma Symposium aus. Während wir auf die göttliche Konvergenz warten, ist es wichtig, unsere Beziehung zum Marker weiter zu fördern und die Zukunft zu verstehen, die er uns bringen wird. Der Marker appelliert an uns alle. Es ist unsere Pflicht, ihm mit einem offenen Herzen und Verstand zu begegnen. Schnell in die Kirche! Ja, der nimmt zum Geschwister. Dana, warum die Unitology-Kirche? Warum hier? Sie ist einer der wenigen Plätze auf der Titanstation, die Titan wegen der Trennung von Kirche und Staat nicht überwachen kann. Nein, Dana, wir sollten nicht hier drin sein. Das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt sein wollen. Isaac, mein Bruder starb, als er versuchte, sie zu retten. Das ist wichtig. Und es wird funktionieren. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Kommen Sie dorthin. Oben in der Kirche. Church of Unitology hier auf der Titanstation. Wir freuen uns, dass Sie unserem Heiligtum, einem Ort des Lichts und der Hoffnung, einen Besuch abstatten. Unsere Führer werden Ihnen die Vorzüge unseres Glaubens zeigen und was für einen bedeutungsvollen und erhellenden Einfluss wir auf Ihr Leben haben können. Verpflichten Sie sich zu nichts. Bleiben Sie bitte allzeit bei Ihren Führern. Es wird gleich jemand bei Ihnen sein. Das waren wahrscheinlich alles Führungsgäste. Schau mal, die haben Säcke auf dem Kopf. Stimmt. Und Leute, waren es vielleicht geil. Oder einfach irgendwelche Touristen oder sowas. Touristen mit Säcken auf dem Kopf. In der Kathedrale kam es während der Messen am letzten Sonntag zu zwei Druckausgleichszyklen. Der erste war eher geringfügig und hat nur ein paar Kerzenflammen lodern lassen, was der Predigt von Pastor O'Brien einen willkommenen, wenn auch unerwarteten Höhepunkt bescherte. Der zweite Zyklus war schwerwiegender und hatte einen Druckknall zur Folge, der einige Trommelfälle platzen ließ, sodass mehrere Leute ins Krankenhaus mussten. Das war unnötig. Leute. Was hier ist ein Audio dran? Willkommen in der Halle der Einheit. In diesem Raum befinden sich Kopien heiliger Texte und er ist ein regelmäßiger Treffpunkt für Unitology-Gelehrte, die die aktuellsten Forschungen nach Beweisen für den großen schwarzen Marker durchforsten. Hier wird kein Stein auf dem anderen gelassen. Beachten Sie die kunstvollen Verzierungen des Bleiglasdachs. Das komplette Glas wurde aus handgefiltertem Sand von Titan gefertigt. Hübsch hier. Wow!
Okay, das war auf jeden Fall sehr aufregend gerade und ja, ich bin da drauf gegangen. Und nur klar, das Teil hier, wenn du das richtig verwendest, ich habe keine Muni mehr, gut, dann kann ich ziemlich mächtig sein mit diesem mit dieser Pumpgun oder so, das ist eine Bombe. Anyway, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Die Bibliothek. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns abonnieren. Wäre auf jeden Fall cool. Subscribed. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei der nächsten Folge, ja. Genau. Nächsten Folge Dead Space 2. Ja, ja. Bis dann.